Das, hier Wacholder-Ding. Ah, okay, die sind weg. Okay, pass auf, da mache ich von hier. Lalalala. Ne, das geht halt einfacher. Dann haben wir hier auch erstmal... Dann sollten wir hier unten erstmal nichts mehr pflanzen. Das sollten wir zu nichts lassen, ne? Wegen der Farm eventuell, dass wir die dann vielleicht hier doch unten machen. Ich muss halt schauen, wie groß, ne? Wie groß das dann im Endeffekt ist. Weil mit den Bergen hier oder beziehungsweise mit den Felsen ist das natürlich auch ein bisschen blöde. Aber bis wir da, bis wir da sind, da ist ja natürlich schon lange vorbei. Aber, da ist ja schon lange vorbei. Okay. Ah, ich will noch hier so viel machen, aber das dauert halt, ne, das zieht sich so. Das nervt. Das nervt halt komplett, dass das so sich zieht. Ich glaube, bei Stardew Valley hatte ich nicht das Gefühl, dass sich das so zieht. Weißt du? Ich bin halt manchmal in gewissen Situationen bin ich halt nicht sehr geduldig. Hat man vielleicht schon gemerkt, das ein oder andere Mal. Ne? Okay. Lalalalalalala. Okay. Können wir hier auch schon? Yo. Da können wir auch schon mal wieder ernten. Wir müssen auf jeden Fall eine... Ich muss mal gleich eine zweite Kiste in Auftrag geben. Für die Produktionsstation. Ne? Weil... Die Kiste platzt schon aus allen Nähten. Hallo? Ne, die platzt schon aus allen Nähten. Da können wir nichts mehr machen. Da ist alles, da ist Hopfen und Meizen verloren, wenn man, wie man so schön sagt. Weißt du, worauf ich gerade richtig Bock hätte? Ein Horrorgame. Irgendwie, ich habe da ja auch schon die Tage drüber gesprochen, auch hier mal, auch im Stream und so. Ich würde, ja, ich weiß aber noch, ich würde gerne, aber ich, ja, ich traue mich nicht. Ne? Weil der Vergangenheits-John, der hat ja immer gesagt, ja, hier, Hashtag Diversity mit Ö und hier und Pipapo, ne, man muss ja auch mal ein bisschen aus seiner Komfortzone kommen und man muss ja auch mal ein bisschen was anderes machen, außer hier nur Simulationsspiele und Survival und so, ne. Ja, also Survival in dem Sinne von Minecraft. Und hier ist ja auch so ein kleiner, ne, okay, eigentlich nicht, aber ja. Ja, doch, vielleicht. Ja, 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 ja pff, du, ich, Aber dass man mal wieder was anderes hat, weißt du? Vielleicht auch tatsächlich für den Viertel nach zwei Slot. Obwohl natürlich macht Sinn, wenn Horrorgame, natürlich dann abends, wenn es dämmert und die Geister ihr Unwesen treiben. Ich muss jetzt schon lachen, weil ich mich... Ich hab ein gewisses Spiel im Kopf. Und das geht mir die ganze Zeit nicht auf den Kopf. Das habe ich damals schon let's played. Das hatte ich, glaube ich, damals auch mit Jana let's played. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere kennt sie vielleicht noch. Damals hatten wir ja auch einen Horror-Stream gemacht. Können wir da eigentlich... Nee, ne? Okay. Ich will aber! Ich will aber, gib mir! Kann ich eigentlich... Ah! Und dieses Spiel ist Slenderman. Ja. Und da gab es ja jetzt auch dieses 10-jährige Update, weißt du? Und die haben ja mehrere Level und mehr... Ja, und eigentlich hätte ich gesagt, ja, komm, wir fangen erstmal ein bisschen heiter an. Wir fangen erstmal ein bisschen mit was Einfachem an, was vielleicht nicht so gruselig ist. Aber irgendwie... Denke ich mir dann so, fuck it, rein da. Ich würde es auch, ich würde natürlich auch gewisse, okay, das muss ich nicht unbedingt mitnehmen, weg damit. Gewisse Horrorspiele vielleicht auch streamen. Nur das Ding ist, was ich machen würde, sind die Alerts, würde ich ausmachen. Ne? Das würde ich machen. Ja, ich glaube, ich mache das so.
Weil nicht dass ich den Zuschauern nicht gönne, ne? Aber dann ist dann halt die Spannung, weißt du, wenn du dann jedes Mal alle 10 Minuten, weißt du, da kommt dann irgendein Sound oder so. Ja, buh, weißt du, weil du willst dich ja vom Spiel erschrecken und nicht vor den Sounds deiner Zuschauer. Natürlich ist das witzig und ja. aber irgendwann ist dann so auch, ja, okay, weißt du, ist dann der Drop dann einfach auch gelutscht. Ja. Muss ich mal schauen. Weil ich möchte ja auch was anderes. Weißt du, ich will, aber. Das ist so ein zweitschneidiges Schwert. Heißt das zweitschneidig? Nee, zweiseitig, ne? Zweiseitiges Schwert. Zweischneidiges? Nee, zweiseitiges, ne? Wie so eine zweiseitige Münze, ja. warte mal, wie heißt das nochmal? Ein Schwert ist scharf und es kann. Man kann sich daran verletzen, also schneiden. Aber schneiden ja eigentlich nur mit der Schere und der. Ne? Huch, war da gerade ein Ruckler? Hier will ich auch. Wir haben noch hier unerforschte Sachen. Na. Ach, Mann. Ich kann mich halt nicht entscheiden. Ich meine, im Endeffekt, klar, natürlich, wenn ich natürlich den einen oder anderen fragen würde, wie zum Beispiel auch einen Bruno oder einen Noah, dann heißt die Antwort natürlich, ja klar, bist du verrückt, ich habe schon so lange darauf gewartet, dass du mein Horror-Let's Play machst. Es wird kommen, Freunde, es wird kommen. Ne? Ich weiß nicht, bin ich schreckhafter geworden? Ne? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl. Oh, es ist schon Nacht, okay. Manchmal habe ich so echt das Gefühl, dass ich echt schreckhafter geworden bin. Ich glaube, ich nehme mal gleich. Na, je nachdem, wie lange ich jetzt hier noch bei Traveler's Rest drin bin. Ging's hier eigentlich auch lang? Nee. Ich weiß nicht. Für mich ist es so, ich muss es machen. So, warte mal. Ah, das kriegen wir doch hin. Ah, den Tee kriegen wir doch hin. So, ciao. Ergänzung Kraut, Ergänzung Süß. Ja gut, was heißt bei den Ergänzungen Süß und Dings? Kraut. Die Kiste konnten wir hier herstellen, wa? Nägel, Bretter brauchen wir. So, dann machen wir erstmal wieder den hier. Jo, dankeschön. Und dann erstmal hier wieder rein. Ne, damit wir hier erstmal wieder ein bisschen was in Auftrag geben. Weil natürlich durch den ganzen Bau gehen uns natürlich irgendwann mal die Ressourcen wieder aus, ne? So. Okay. Dann hätten wir das. Dann schaue ich nochmal wegen Tee. Allgemein müssten wir mal wieder Tee machen, ne? Ja, es war doch Apfel, ne? Ja, das war. Okay. Die Krüge auch sehr gut. So, ein Tee mit einer Süße. Das ist alles Frucht, ne? Das ist nichts Süßes. Zutat Honig, das ist aber nicht süß. Doch, ist süß, doch. Aber Kraut haben wir gar nicht, ne? Nee. Ich weiß auch gar nicht. Warte mal, ich schau mal. Was wäre denn zum Beispiel eine Zutat Kraut? Was wäre das denn? Zutat Getreide? Zutat Gemüse?
Zutat Gemüse. Ah, hier Thymian. Ah. Achso. So, ne? Na, 10. Okay. Frucht. Zutat sehr süß, okay. Dann mache ich, dann haue ich nochmal unser letztes Geld auf den Kopf. Und dann müssen wir theoretisch, wenn wir jetzt pennen gehen. So, wir gehen erstmal pennen. Dann, holen wir erstmal die große Kiste uns ab. Hier, wieder am Leggen, warum auch immer. Ah, oh, hallo. Hallo? Diesmal hat die Katze nicht geschnurrt. Oh. So, die können wir direkt abgeben. Ja gut, jetzt habe ich nur Platz für eine weitere Kiste, ne? Scheiße. Ja, das mit der Essensstation wird wohl vorher erstmal nichts. Oh, Alter, das ist ja so nervig. So, pass auf. Dann einmal hier abgeben. Ergänzung Frucht, das kriegen wir auch hin. Ja, die kleinen, das kriegen wir noch nicht hin. Gemüse, weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Warte mal, ich mach mal hier wieder, ne? Nein. 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 Mann. So. Zack. Ne? Oh, die Tomaten. Ja. Okay, und die kann man nochmal. Okay, dann haben wir da doppelt nochmal was von. Sehr schön. Gut, die große Kiste kommt gerade recht, ne? Ja, Hier können wir auch. Ah, Knobi. Ah, ich liebe ja Knobi, ne? Oh Gott, ich könnte mich... Oh Gott, Knobi ist so geil. Oder so ein Knoblauchdip, ne? Oh. Ah, oh, geil. Knoblauchbutter und... Oh, geil. Alles sehr, sehr lecker, aber auch... Das macht alles auch sehr, sehr dick. So. Ja, wir haben keinen Brennstoff mehr. Kohle müssten wir ja noch ein bisschen haben. Feuerholz, komm. Dann kriegen wir das auch mal raus. So, schmelze und zack, gib ihm. Was anderes können wir mit den... Mit dem rohen Erz sowieso nicht machen. Okay, dann mache ich nochmal... Ich stelle nochmal ein paar Nägel her. So. Die Kiste nehme ich mit. Die Bretter einmal hier rein damit. Dann können wir hier ja schon mal wieder das reinpacken. Mörtel können wir auch direkt mal gucken. Wie sieht es eigentlich mit Stein aus? So, ich mache hier Steinblöcke. Hier mache ich mal polierte. Da brauchen wir zwar zwei für, aber die brauchen wir natürlich auch für einen Mörtel. Ah, da kriegen wir nur einen raus, okay. Gut, dann haben wir einmal hier die Kiste. Die können wir dann mal da platzieren nochmal. Nochmal again. And again, and again, and again. Ach Mist, warte mal, hatten wir hier unten nicht noch... Ja, haha. Ah, guck mal, und die sind dann auch endlich weg. Okay, Gott sei Dank. Jetzt haben wir auch so viel Wacholder. Ja. Ich sollte jetzt alles nur noch mit Wacholder machen, ne? Eine Zutat sollte immer Wacholder sein. Ja, ich glaube, da haben wir fast 200 Wacholder jetzt, ne? Ja, das kann sein. So, zack, 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 zack. Gut, dann lasse ich das nämlich auch erstmal wieder offen, das Feld. Ne? So, hier nehme ich nochmal mit, wenn wir gerade schon da sind. Nö, kann ich auch mal ein bisschen hier. Und da kann ich ja heimlich mal einen Schluck trinken. Ne? Ah, und die Musik wunderschön im Hintergrund. Ich habe mich mal dazu entschieden, mal wieder ein bisschen andere Musik zu nehmen, ne? Nicht nur immer Tavernmusik, sondern dass wir auch mal so ein bisschen, ne, ein bisschen Skyrim, ein bisschen mittelalterlich, ne, so. Ich glaube, das ist ganz okay.
Ne, weil wir hatten jetzt sonst immer Tavernenmusik. Ja. Oh Gott. Aber wenn ich die Musik höre, will ich direkt wieder Minecraft rein. Aber eigentlich ist das so Musik, da könntest du echt heulen, ne? Das ist wie bei Skyrim. Ist das eigentlich? Warte mal. Es ist Skyrim-Musik, ja. The Streets of Whiterun. Ja, oh, Skyrim. Oh, Mann. Oh, ich will da auch wieder rein. Ich will auch wieder in Skyrim rein. Oh, Mann. Aber ich kann noch nicht. Ich kann und darf noch nicht. Weil ich würde es natürlich mit euch natürlich auch gemeinsam erleben wollen. Ne? Ja. Ja, das ist noch, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, weil Fallout 4 würde ich auch gerne. The Witcher 3 würde ich gerne wieder, ne? Das hatte ich ja damals gespielt, aber leider ohne Let's Play. Ja. Mann. Mann. Und ich habe auch noch viele andere No-Name-Sachen. Oder beziehungsweise Spiele, die man nicht so kennt, was auch so ein bisschen mit Survival zu tun hat, was auch so ein bisschen RPG zu tun hat. Ne, Open World mäßig. Ne? Ja, müssen wir halt echt mal schauen. Da müssen wir echt mal schauen. Ach, Mann. Okay, wir haben das echt mit dem Apfel, mit dem Apfel gemacht. Okay, den Tee da rein. Das Kraut haben wir jetzt. Dann können wir jetzt eben nochmal eben schnell. Einmal hier nochmal eine Kiste rein. So, und dann erstmal. Ciao. Ne, alles rein da. Tasse Tee. Ja, gib her. Ne? Dann machen wir jetzt nochmal Tasse Tee mit Kraut. So. Hatten wir nicht noch einen Fisch mit irgendwas? Warte mal. Mit Frucht, genau. Ein Fisch mit Frucht. Das ist doch Frucht. Fruchtig, ja, eine Birne. Rein damit! Was denn da oben? Ja, zwischendurch ist das Spiel ein bisschen komisch. Kann ich hier eigentlich noch ein Fenster reinmachen? Ja. Okay, machen wir doch einfach mal. Ne? Warum denn nicht? Dann ist das nicht nutzlos im Inventar. So, gib her. So. Den Mörtel. Wo hab ich denn schon wieder den Mörtel her? Achso, den habe ich. Ja. Ah, guck mal, die Kartoffeln, die kann ich auch. Hier ist echt kein Platz mehr, ne? So, da. So, sortieren. Ja, hier haben wir schon einiges drin, du. Ach, guck mal hier. Ach, stimmt, die hatten wir ja aufgehoben für Dings. Nee, die verkaufen wir jetzt. Scheiß was drauf. Ne? Die verkaufen wir jetzt sofort. Können wir sogar herstellen? Ah ne, wir brauchen Fleisch, ne? Doch, ich könnte auch so machen. Ah, cool. Was? Warte mal. Ach. Was? Die können wir auch vegetarisch machen. Mega. Okay. Komm, mach hinne. Dann kann ich die Quest abgeben. Dann schauen wir mal, wie viele XP wir jetzt wieder haben. Ne? So, hier so ein schönes Pale Plus. Ah. IPA, Indian Pale Ale. Wow. Double India Pale Ale. Wow. Wow. Ich glaube, hier geht es eigentlich ums Bierbrauen, ne? Aber das dauert halt so lange, das Brauen. Ne? Hatte ich den Fisch jetzt mitgenommen? Jo. Zack, zack. Ah ja, mildes Ale mit Honig. Stimmt, da wollte ich nochmal schauen. So, warte. Okay. Mildes Ale mit Honig.
Ich mach sofort auf, ne? So, hier nicht. Wir brauchen Bierhefe. Wo kann ich denn nochmal Bierhefe machen? Hab ich keine Bierhefe mehr, sag mal? Okay, muss ich wieder anpflanzen, ne? Shishkebab. Shishkebab. So. Was hatten wir jetzt gehabt? Warte mal. Was hatten wir jetzt? Wacholder, Kartoffel und Zwiebel, ne? Wacholder, Kartoffel und Zwiebel. Wacholder, Kartoffel, Zwiebel. Also Zwiebel, ja. So, Wacholder und hier Zwiebel. Okay, lass aufmachen. Lass uns keine Zeit verplempern. Wir müssen wieder Geld einnehmen. Und ich glaube, den Fleischantopf, den kriegen wir nicht mehr als Dings, ne? Den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr als Task. Na gut. Dann ist das halt so. Müssen wir halt durch. Ne? Könnte sein, dass wir jetzt gleich wieder Level... Dass wir jetzt gleich Level 10 werden. Destillieren, okay. Bin ich mal gespannt. Können wir dann einen hochprozentigen herstellen? Ja, ich frage mich, was wir da für... Warte mal. Wir können ja einen Destillierer bauen. Ich bin jetzt gerade auf die Idee gekommen. Kann man da auch Käse herstellen? Ne? Macht zwar natürlich keinen Sinn. Aber... Ja. Probieren geht über Studieren? Fragezeichen. Dieses Geheimnis haben wir auch noch nicht gelüftet, ne? Mit dem Käse. Ich glaube, dieses Geheimnis werde ich auch nie lüften. Oh, hat das höchste Level erreicht. Okay, pass auf. Der müsste ja jetzt 4 Level haben. 4 Punkte, meine ich. Ja. So, 50% erhöhte Chance, keine Pause während der Arbeitszeit zu machen. Let's go, yes. Oh yes, baby. So, er braucht noch ein bisschen. Ist aber jetzt auch bald Level. 30% erhöhte Chance, das teuerste Produkt im Menü anzubieten. Ja, das brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir unbedingt. Ne? Stimmt, darauf sind wir auch, glaube ich, gegangen. Auf Prozente für die Menüs. Oder beziehungsweise auch, um den Tee besser zu verkaufen und so weiter und so fort. Huch. Wo ist denn der Kater schon wieder? Wo rennt der denn schon wieder rum? Oh, der will einen Fisch haben. Sehr gut. Bitteschön, bitteschön. Was denn? Was ist denn hier los? Schnauze. Schnauze. Oh ja, er checkt ein. Ja, bitteschön. Plus 596, was? Plus 596, willst du mich verarschen? Ja klar, weil wir wahrscheinlich auch so viel Komfort haben, ne? Oh ja, ich glaube, mit den Gästezimmern machen wir richtig guten Para. Richtig gute Para, ey. So. Mir fällt gerade auf, dass ich hier mal wieder was vergessen habe, hier, ne, vorzubereiten. Ja, egal. Das ist natürlich 30%, ist natürlich schon eine Menge, ne? Wir haben gleich wieder 4 Gold. Das heißt, wir können wieder ausbauen. Ich glaube, so langsam... Ja, ich glaube, wir kriegen wieder so ein... Wir machen uns gut, ne? Ja, und die... Ja... Guck mal, der Fleischtopf, der kickt halt richtig rein, ne? 5 Silber für einen Fleischtopf. Der kickt halt mega rein. Das muss halt was Engel trinken. Ja. Abgelaufener Tee. So, sehr schön. Hallöchen, hallöchen. Ja, könnte sein, dass wir das vielleicht, ne? Vielleicht noch schaffen. Ja, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Beim nächsten auf jeden Fall. Ne? Gut, Komfort hatten wir jetzt soweit gemacht. Dann könnten wir eigentlich die Bar noch weiter ausbauen. Obwohl, nee, wir wollten ja erstmal die... Nee, erstmal die Produktionsstätte, ne? Na, fuck it. Mist. Dann machen wir erstmal die Produktionsstätte, dass wir da wenigstens schon mal
vielleicht ein weiterer Essensvorbereitungstisch rein kann. Ne? Weil das geht natürlich dann viel schneller. Da können wir natürlich viel schneller viel mehr herstellen. Ja. Ich muss halt mal gucken mit der Käserei und da, ne? Da muss ich halt echt mal schauen, wie ich das am besten mache. Weil mir das doch schon so ein kleines Dorn im Auge ist, ne? Das nervt halt. Das nervt halt richtig. Ja, müssen wir echt mal schauen. Huch, achso. Bitteschön. Wir haben ja auch viel Durchfahrt, ne? Viel Durchfahrt hier. So. Ja, meine Liebe, ein Fleischeintopf mit Truthahn, natürlich, natürlich. Bedienen Sie sich. Und so einen würde ich auch gerne noch einstellen. Einstellen, vor allem kaufen. Einstellen. Ja, ich möchte einen Besen einstellen. So, haben wir mal kurz eine freie Minute hier. Lalalalalalala. Aber der ist jetzt nicht so wichtig, weil sie sind ja eigentlich auf dem guten. Die kriegen das ja eigentlich gut hin, ne? Eigentlich bekommen die das relativ gut hier hin. Nur wenn wir halt ein bisschen größer bauen, würde ich dann halt in jeder Ecke ein, weißt du? Wie zum Beispiel jetzt hier würde ich auch gerne unten links vielleicht nochmal oder da einen in der Ecke. Ja. Schauen wir mal. So, 5 Gold, sehr schön. Ja, bedienen Sie sich. Das hier ist so. Das ist so geil. Vor allen Dingen, die sind dahinter und die. Ja. Ne? Du weißt schon, was ich meine. Ah. Und bald ist ja Weihnachten, ne? Ist jetzt bald Dezember, ne? Morgen? Ist der erste? Ist morgen der erste? Ich weiß das gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt gerade rauskommt. Warte mal, was ist denn los? Was ist denn los hier? Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt hier rauskommt. Das kann ich dir nicht sagen. Kann sein, dass das auch der erste heute ist, ne? Vielleicht ist heute auch schon der zweite. Man weiß es nicht. Hallo? Ich will mal kurz... Ah, ich will mal hier in Ruhe eben... Ich muss mal in Ruhe eben hier was eben... ne? 6 Silber. Ja, 6 Silber, also eine 6... Ah, guck mal, 6 Gold, 61 Silber und 61 Kupfer. Das ist natürlich auch geil. So. La, 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 la. Okay, warte, ich muss mich mal kurz hier eben... Ah. Okay, wir nehmen... Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich nehme jetzt mal... jeden Tag hier, ein. Wir ziehen jetzt einfach mal durch. Solange wir die Sachen haben, ziehen wir einmal mal durch. Ich glaube, das sollten wir mal machen, ne? Ja. Weil dieses ewige, ja, dann da wieder bauen, dann hier wieder, weißt du, dann da wieder einnehmen. Das sollten wir echt mal machen. Schauen. Und dann halt, wenn wir nichts mehr haben, oder es so langsam so zur Neige geht, weißt du, wieder auffüllen. Ja gut, morgens könnte man ja ein bisschen, ne, wir haben ja die Sachen. Ne? So, ist kalt. Ich mach mal hier, ne? Zack. Ah, Shish Kebab. Hm, 3 Silber, nice. Weißt du, was geil wäre? Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn wir das, was vielleicht hier hin machen. Ne, dann kommt das natürlich nochmal weg. Dass wir hier eine Tür durchmachen und dann hier zum Beispiel unten die Essenstische reinmachen. Weißt du, ich meine? Oh, ja! Pass auf. Dann kann der jetzt auch... Ne? Zack. Yes, baby. So, der kostet natürlich jetzt mehr, aber egal. Was denn? Wo ist denn hier? Oh, hier ist ganz schön was los, ne? Die kommen, die sind nur am Rennen, die Leute.
Die sind hier echt nur am Rennen. So. Ja gut, Tee müssten wir erstmal herstellen, ne? Wir müssen echt erstmal Tee herstellen. So, zack. Dann verteile ich den restlichen Tee hier nochmal. Und den Tee... Ja. Wir sammeln Tee. Ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, ne? Tee zu sammeln. Verschiedene Teesorten, die können wir dann anbieten. Manchmal frage ich mich, warum der nicht aktiv wird hier. Ja, die wollen alle Tee. Was denn? Oh Gott. Jetzt sind wir gerade ein bisschen im Stress. Wo hinten? Ah, wo hinten? Hier hinten. Was denn? Okay. Ja, ich bin schon da. Hallo. Die wollen alle Tee saufen. Was los? So, bitteschön, bitteschön. Ich meine, ich sag ja natürlich danke, ne? Ich sag nicht nein. Ich sag natürlich danke. So, bitteschön, hier. Ja, Tee, wir müssen ja, Tee geht hier gerade durch wie sonst was. Alter Falter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer neue Leute reinkommen. Ne? Aber irgendwie verschwinden die Alten nicht. Habe ich so das Gefühl. So. Wir ziehen jetzt mal durch, ne? Was denn? Ich will mein Geld zurück. Bekommst du nicht. Ne? Ohne Garantie hier. Das ist hier halt... Ja, komm, warte. Ja, 22:45 Uhr. Gut. So. Pass auf, ich mache um 23 Uhr zu. Pass auf, ich mache jetzt schon zu. Dann können wir jetzt gleich noch ein bisschen Tee herstellen. Ne? So, dann machen wir den hier. Mal gucken, ob wir Level 10 erreichen jetzt. So, tschüss, machen Sie es gut. Wenn die natürlich jetzt gehen und wenn die jetzt alle raus sind und der ist auf dem Weg, dann packt das weg. Ja. Hat nicht für Level 10 gereicht. Schade.